Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2, und mein Auto rollt hier die ganze Zeit runter. Ja, einige haben es wahrscheinlich jetzt schon gesehen, ich habe das Auto gewechselt und mache damit dann direkt einzigartiges Tuning. Ich weiß gar nicht, ach du Scheiße. Ja, ich denke mal, ich fahre, ja doch, die richtige Richtung. Ich muss jetzt nur verdammt schnell sein, wir haben 3 Minuten Zeit, nach ganz unten zu kommen. Oh, was gibt's denn Neues? Wir haben Samstag den, keine Ahnung, den 28. glaube ich, und ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu laut. Kann sein, dass mein Headset gerade so laut ist, also der Ton, dann will ich den immer übertönen und fahre erstmal dann vor Freude in ein Auto rein. Nee, Alter, geh doch mal weg. Ja, der Kev Let's Play, der hat jetzt vorhin ein kleines Infovideo hochgeladen, habe ich gesehen. Über, wie heißt das hier, über GTA und alles mögliche, müsstet ihr auf jeden Fall mal reinhören, da habt ihr dann die aktuellen Infos zu GTA und alles mögliche, also Link ist dann in der Beschreibung von seinem Kanal, da müsst ihr einfach raufgehen, dann Infovideo Part 1, da ist es dann und müsst ihr einfach mal reinhören. Ich fahre mal wieder so unkonzentriert. Mittlerweile habe ich die Taste gefunden, um mein Auto wieder zurückzusetzen, ja. So, ja, mit diesem Video beginnen wir dann erstmal die Aufnahmesession. Und zwar für eine ganze Woche mal wieder. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Habe ja sonst immer unter der Woche aufgenommen. Mittlerweile nicht mehr, weil ab Montag dann das 3-wöchige Praktikum stattfindet. Habe ich ja auch schon viel von erzählt. Was es ist, ist eigentlich relativ unwichtig. Ich weiß nur, ich denke mal, es wird mir ziemlich Spaß machen, so was ich da gehört habe. Und die sind mir eigentlich auch alle ziemlich sympathisch wie der Autofahrer, den ich da gerade weggeworfen habe. Ja. Und ich glaube, so viel darf ich schon verraten. Das hat er ja selber schon gemacht, dass der Kev halt heute Abend ein neues Let's Play anfängt. Also er chillt hier gerade und zockt ein bisschen Xbox, ja. So ist er ja drauf. Hat dann auch bald sein Aufnahmegerät und dann kommen endlich mal aktuelle Let's Plays von ihm über die Xbox. Also da freue ich mich persönlich schon drauf, mal wieder ein paar Uploads von ihm zu sehen. Und ich hoffe, ich fahre jetzt richtig, Alter. Ein paar aktuelle Uploads von ihm dann halt zu sehen. Da bin ich mal gespannt, was er so anfängt. Wir haben uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten, aber er ist sich halt noch nicht so wirklich einig. Aber ich denke mal, er wird da schon was ordentliches finden. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen, abonniert ihn oder so. Es wird sich lohnen, meine Freunde. So, aber jetzt reicht's mal mit der Werbung, würde ich sagen. Oder wollte ich noch irgendwas sagen? Stimmt, er macht halt ein neues Let's Play und boah, ich will da eigentlich gar nicht zusehen. Heiß. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier nehmen soll. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Die sehen alle irgendwie ganz cool aus. Ich glaube, wir nehmen einfach das hier. Okay, da ist unser Auto ja um Wert gestiegen, ne? Anruf. Also du musst deine Sache schon ziemlich gut machen, denn so ein Teil bekommt man nicht alle Tage. Entschuldigung, da ich kurz den Anruf unterbrechen muss, aber wo wollte ich denn jetzt hin? Ich glaube hier hin. Sowas habe ich noch nie gesehen, genial. Ja, da hat sich der Lackierer ordentlich Mühe gegeben, muss man ja sagen, ne? Ich bin jetzt schon irgendwie kaputt, dann noch hier alles aufzunehmen und das wird unendlich viel, weil ich habe ein paar Videoideen mal wieder, oder was heißt Videoideen? Halt mal wieder ein paar Sachen, die ich länger zum Beispiel nicht gebracht habe. Da wird einiges kommen, außer Need for Speed halt. Und das wird die meiste Arbeit erfordern, weil es dann halt 6 Folgen sind. Also auch für nächsten Samstag schon mal voraufgenommen, falls ich da keine Zeit haben werde. Okay, was gibt's denn hier Neues? Hier kannst du mit speziellen Parts für deinen eigenen Style sorgen. Ne, den Spoiler lassen wir. Neue Motorhaube. Ja, da ändert sich der Wert nicht. Aber hier ändert sich wieder der Wert. Frontscheinwerfer haben wir auch was Neues. Okay, wir haben gleich die 6 Sterne erreicht. Ja, na endlich. Und jetzt könnten wir eigentlich schon wieder rausgehen. Okay, Carbon-Kotflüge haben wir alles noch nicht. Jetzt müssten wir theoretisch wieder ein neues Special Event freigeschaltet haben. Ja, sag ich doch, DVD Cover Burning. Okay.
Fahren wir doch direkt mal hin, mal wieder ein schön langer Weg. Natürlich fahren wir erstmal in die falsche Richtung. Ich glaube mal, den Hauptsternewert hat uns das besondere Vinyl gebracht, weil das ja einzigartig und bunt und hascht nicht gesehen. Und ich denke mal, es hat uns dann den meisten Sternewert hier gerade gebracht, also damit wir jetzt schon auf 6 Sterne kommen. Deswegen habe ich auch extra meinen Ford Focus genommen, weil ich wollte das halt nicht für den Audi TT halt ausnutzen. Ich hoffe, wir müssen da oben jetzt nur ein Foto machen. Ja, irgendwo in Beacon Hill, das sagt uns natürlich wie immer ziemlich viel. Weil Beacon Hill ist auch nicht groß oder so, glaube ich. Ich kann es nicht sehen, die Orte. Ja, wir müssten mit dem Kapitel des Spiels auch bald fertig sein, also den Sponsorenvertrag erfüllen und dann hätten wir es, glaube ich, auch. Oh, und ich freue mich auf dieses Rennen Manhattan Skyline, dann habe ich mein Lieblingsauto in diesem Spiel frei. Und darauf spiele ich ja auch hinaus. Also logischerweise versuche ich die 100% in diesem Spiel zu erreichen. Oder, naja, 100% nicht. Da haben wir, glaube ich, schon ein paar Rennen verpasst. Bin mir nicht sicher, ob wir die irgendwie nachholen oder ob die irgendwie zählen. Zum Beispiel diese Geländewagenrennen, wo wir am Anfang ziemlich verkackt haben. Falls ihr euch erinnern könnt, ich kann es noch. Und, naja. Also ich würde schon gerne in diesem Spiel die 100% erreichen. Zumindest es komplett jedes Rennen abschließen und dann halt zum nächsten Sponsorenvertrag und da halt weitermachen. Also so gut wie jedes Rennen fahren in diesem Spiel und dann das Let's Play irgendwann mal beenden. Und ich wollte eigentlich auch ein neues Let's Play anfangen, aber kommt noch leider nicht dazu. Also ihr könnt schon mal gespannt sein. Oh, ein Foto. Wollen wir in der Luft bleiben? Das Foto ist echt mal, das ist uns gelungen, muss man sagen. Okay. Ja, wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren weiter in den Norden, wo es nichts mehr gibt. Wir haben noch ziemlich viele Rundkurse offen, die wir mal, ja, ich würde mal sagen, beenden können. Ja, wir müssen in die andere Richtung. Ich dachte, das GPS leitet uns noch einen anderen Weg. Tut's anscheinend nicht. Ich stelle mal mein Headset hier gerade ein bisschen leiser, also den Ton davon. Oh, jetzt habe ich es lauter gemacht. So, jetzt brauche ich auch nicht mehr so ins Headset schreien. Was gibt's denn sonst noch Neues? Also die nächste Woche wird echt anstrengend, danach die Woche auch und danach die Woche auch. Also ich denke mal, dass es ziemlich anstrengend wird und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Schön die Kurve hier genommen. Wir könnten auch mal... Ja, das Out-One-Rennen zieht sich dann ewig. Wo hätten wir es jetzt angenommen, hätten wir wahrscheinlich schnell gewonnen, weil, ja, außer es wäre sowas passiert. Weil der Typ hat sich ja angedreht und so. Ich werde in letzter Zeit echt oft bei YouTube angeschrieben, wo mein Intro herkommt. Also nochmal für alle, die es jetzt irgendwie nicht gesehen haben oder gelesen haben. Ich habe das Intro nicht gemacht, sondern Julians Studio. Einfach auf meinen Kanal gehen, bei angesagte Kanäle beziehungsweise unbedingt anklicken, steht dann auf meinem Kanal auf der rechten Seite. Multimedia Center, der hat das Intro gemacht und er hat es auch ziemlich drauf, genau wie mein Kanaldesign hat er auch gemacht. Schaut da einfach vorbei und fragt ihn, vielleicht macht er euch auch ein Intro. Dann wurde ich auch noch gefragt nach Together. Das Ding ist einfach, ja, Together klappt nicht immer so. Ich wurde jetzt nach Minecraft Together gefragt und da ist es erst recht kompliziert. Und dann bei GTA San Andreas wurde ich auch gefragt, aber da, das geht ja auch nicht. Bei Minecraft könnte man sagen, okay, da baut man, macht man einen Server und baut dann zusammen, kommentiert zusammen, aber bei GTA geht das ja gar nicht.
fahren mal wieder ziemlich gut. Okay. Also ich muss sagen, die Folge, wo ich Guna LP die Meinung drüber gesagt habe, also was ich über ihn so finde halt, muss sagen, die hat echt viele Aufrufe. Finde ich cool. Schade, dass es nicht in jeder Folge von mir so ist. Also in meinen Verhältnissen viele Aufrufe, sag ich mal. So, der Rundkurs hat 2 Runden, das ist auch ziemlich gut so. Ich denke mal, die Strecke ist dann auch ein bisschen länger. Ich hoffe, wir gewinnen den jetzt, damit wir nicht nochmal neu starten müssen. In der Folge haben wir mal wenigstens ein paar weniger Fails drin als in der letzten, ne? Okay, ja, die hängen uns zwar schon fast im Nacken, ne, aber solange wir führen, ist alles in Ordnung, egal wie nah die an uns dran sind, Hauptsache wir führen. Die Folge ist auch jetzt schon bald wieder vorbei, noch ca. 10 Minuten oder 9 Minuten. Oh, und dann, ich glaube, dann rendere ich die erstmal, lade die dann hoch und nehme dann weiter auf. Damit die Folge dann für heute schon mal kommt. Also für heute ist ja Samstag und die seht ihr dann direkt. Die Folgen, die ich dann nachher aufnehme, die seht ihr leider noch nicht, erst an den nächsten Tagen. Ich hoffe, ihr verfolgt das trotzdem weiter und seid mir nicht böse, dass ich so schlecht fahre. Und die Stelle hier kann ich mich erinnern, beim Downhill Drift, fand ich echt geil. Das feiere ich immer noch. Das liegt alles an der Musik, ey. Sowas kann man... Ich frage mich, wie man sich sowas... Ich weiß nicht, reinziehen kann, so. Am besten noch so früh morgens. Bei mir ist es jetzt nicht früh morgens, es ist 18 Uhr gleich. Und... Aber trotzdem, ja, das kommt... Nee, das geht doch nicht. Für alle, die die Musik hören, ist ja in Ordnung. Aber bitte nicht ich. Oder heben wir erstmal ab, ja. Ich weiß nicht, ich habe mal wieder so wenig zu erzählen. Da frage ich mich, wie ich die nächsten 5 Folgen aufnehmen soll, wenn das so weitergeht. Ich denke mal, mir wird schon irgendwas einfallen, so. Ich muss sagen, die Folge läuft ziemlich gut, also auch vom Fahren her. Und das Spiel ist auch lange nicht mehr abgestürzt. Also ich hoffe, es bleibt auch so. Wenn nicht, kriege ich bald kaum, lande ich noch irgendwann in der Klapse oder so, ich weiß nicht. Ich würde jetzt mal gern irgendwie auf eine Karte gucken, wie lang diese Strecke noch ist, denn ich mag Rundkurse halt nicht. Die, die mich länger verfolgen, die wissen das auch und es ist immer so eine Last, das zu fahren, weil ich weiß nicht, da hat man am wenigsten zu erzählen und das sind die, sind einfach die längsten Rennen mit unter anderem Underground Racing League Rennen und so. Das sind ja so genommen auch Rundkurse. Ja, es sieht aber jetzt aber ziemlich gut aus, so mit 2 Minuten, 3 Minuten 70 oder so Abstand. Ne, 3 Minuten. 3 Sekunden, warum sage ich Minuten? Weiß ich auch nicht, egal. Sieht ziemlich gut aus, ich hoffe, wir gewinnen das jetzt noch. Wenn die mich am Ende überholen, dann habe ich echt keine Lust mehr, Rundkurse zu fahren. Weil das wäre dann schon, glaube ich, das dritte Mal hintereinander, dass ich da dann faile. Also nicht in dieser Aufnahme, nicht in diesem Rennen hier. Aber immer, wenn ich in letzter Zeit Rundkurse gefahren habe, habe ich sie gefailt, ey. Oh nein, nein.
Okay, da holt jemand auf. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich hasse diese Kanten hier oben, ja. Bleibt man so leicht dran hängen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das haben sie extra gemacht. Nein. Nein, kurz vor der Ziellinie, oder? Nein, komm schon. Den kriegen wir doch noch, oder? Ey, das kann's doch nicht sein. Ich hasse Rundkurse wie die Pest, Mann. Dieses Drecksrennen. Weil sich so ein Scheiß ausgedacht, die ganze Zeit im Kreis zu fahren. Haben die eine Macke oder was? Waren die besoffen, Mann? Ey, ihr könnt knicken, dass ich das jetzt nochmal mache. Nee, ey, komm. Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Vielleicht könnte mir es ja mal einer sagen, ey. Ich glaube, der Entwickler von EA, der hat kaum einmal zu tief ins Glas geguckt oder so. Hat wohl eine Macke, ey. Dass der da auch noch ein Auto langfahren, wo ich dann gegenfahre, oder was? Mann, warum drücke ich R? Ich will eigentlich da rein, genau. Ah, ey, wir haben nur noch Scheißrennen übrig. Ich will nicht mehr. Wir fahren dahin. Blauer Kreis, ihr wisst, was das heißt. Oh Mann. So fahre ich übrigens auch in echt. So, ich glaube, das Drag Race können wir dann noch schaffen. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass wir es noch schaffen können. So von der Zeit her, ob wir es gewinnen, ist dann eine andere Frage, wie immer. Erstmal, wenn wir was finden, nach hier vorne.